Jesus Beck. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ja, heute gibt es wieder einen Quick-Tipp. Das ist eigentlich somit mein Liebster. Die habe ich übrigens gerade geschenkt bekommen von meiner Minimaus. Von einer meiner Minimäusen. Ja, was ist mein liebster Quick-Tipp? Und zwar, zuerst war es dieser Aufleger, ich liebe den immer noch, nach wie vor. Und dann ist der hier ins Rennen gekommen. Der ist ein bisschen kürzer, das heißt, ihr habt eine kürzere Szene. Liebe beide, aber wie gesagt, zurzeit macht der einfach das Rennen. Und wenn ihr wisst, was ihr gerne nutzt, dann rate ich euch, ganz, ganz viel vorzustanzen, auszustanzen, vorzustanzen. Das hat den Vorteil, natürlich auch für die, die im Designteam sind, aber also für die Leute, die im Designteam sind, hat das natürlich noch mal mehr einen Vorteil, aber natürlich auch für alle anderen. Also, wie lange brauche ich dafür hier für die paar Teile, weiß ich nicht, noch nicht mal 10 Minuten, ohne Mist, das sind noch nicht mal 10 Minuten, das geht rucki zucki. Legt euch das Papier zurecht und ich zeige es euch auch noch mal, bis es euch zu den Ohren rauskommt, weil ich werde trotzdem immer noch gefragt. Das ist das hier, das Paint On gibt es in A4 und A5. Und ja, da stanze ich mir meine Aufleger aus. Und was ich auch noch mache, ist, ich benutze ja viel die Rasenkanten. Dann nehme ich mir die Stanzen, lege mir eine hier hin. Ne? Also habe dann zwei Kanten, weil kann ich trotzdem beide Seiten nutzen. Ja, natürlich, eine Kante sehe ich doch eh nicht. Ne? Das kann ich mir dann hier anlegen und sollte doch irgendwas an der Seite rausgucken, weil die Kante nicht so gerade ist, ja, dann schneide ich es einfach ab. Und dann, ne, habe ich hier meine Szene. Und das geht rucki zucki. Und genauso ist es mit diesen Sachen hier. Ne? Zack, habe ich meine Winterszene oder meine Wüstenszene oder sonst irgendwas. Und das ist einfach manchmal nervig, wenn ich was machen möchte. Oder was weiß ich, ich habe vorkoloriert oder habe koloriert, würde aber gerne noch eine Karte zusammensetzen. Und dann muss ich erst den Mist hier ausstanzen. Manchmal hat man da einfach keinen Bock. Wenn ihr was im Bastelzimmer machen wollt, ihr wollt irgendwas machen, aber kolorieren ist gerade einfach nicht so dein Ding, ja, dann stanzt ihr sowas aus. Ihr könnt alles weitere ausstanzen, ihr könnt euch sowas ausstanzen, ihr könnt euch, wartet, so eine runden Sachen ausstanzen und tut euch das einfach alles in eine Folie und dann habt ihr das ausgestanzt. Was weiß ich, ihr trennt es, ihr sortiert es, ist es wurscht. Hauptsache ihr habt's. Ich habe zum Beispiel hier, das dürfte die Größe sein, ja, habe ich mir extra übrig gelassen, ich habe es nicht weggeschmissen, zack, muss ich es mir nicht zurechtstanzen, habe ich gleich den passenden Rasen dafür. So einfach ist das. Ich habe euch das hier auch schon gezeigt, zeige ich euch trotzdem nochmal. Wenn ich Sachen ausstanze, stanze ich bewusst immer mehr aus. Nie das, was ich eigentlich brauche. Ich mache immer mehr, weil ich es dann einfach beim nächsten Mal nicht mehr machen muss. Das ist bei den Blättern so gewesen. Das arbeite ich eh immer vor. Bei den Holzscheiben ist das so gewesen. Das ist auch noch über. Und das hier habe ich euch schon gezeigt. Da habe ich auch immer was da. Meistens färbe ich es auch gleich ein. Die hier sind, glaube ich, noch nicht eingefärbt. Sieht jedenfalls nicht so aus. Gut, dann muss ich das noch einfärben. Aber ich habe einfach mehr Zeit. Es geht einfach viel, viel schneller. Also, arbeitet eure Sachen vor. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr natürlich, wenn ihr wisst, ja, was will ich denn die nächste Zeit basteln, könnt ihr das natürlich auch vorfärben. Ich habe hier vom letzten Action-Video, hatte ich ja, ja hier dieses Gummiteil da getestet.
ob das hält und habe ja schon mal mit Grün da den Rasen so ein bisschen gewischt, deswegen ist das schon ein bisschen grün. Aber wenn ihr möchtet, könnt ihr ja die Sachen schon mal einfärben. Wie gesagt, ihr müsst ja aber wissen, was ihr machen möchtet. Also ich würde jetzt nicht 10 Aufleger lila machen, 10 Aufleger mit einem blauen Winterhimmel und gut, das kann man machen, aber ich würde es jetzt nicht machen, aber wenn ihr da Bock drauf habt, why not? Also, Vorarbeiten, ich sag's euch, das ist die halbe Miete. Das ist wirklich die halbe Miete. Und das hätte ich jetzt beinahe noch vergessen. Das ist natürlich mit embossten Sachen genauso. Das hatte ich euch schon mal gezeigt und habe gesagt, da werde ich bald ein paar Sätze zu sagen. Also, wenn ich einen Satz brauche, dann seht ihr, wie oft ich das gleich embosse. So habt ihr das da. Ich habe keinen Bock, jedes Mal. Ich hätte jetzt beinahe was gesagt. Das sind ja schöne Sachen, um Gottes Willen. Aber es ist, in dem Moment hat man keinen Bock. Dann habe ich echt keine Lust, den Scheiß hier rauszuholen und das nochmal neu zu embossen. Habe ich keine Lust. Also macht das gleich mehrfach und ihr habt Ruhe. Ihr könnt das dann ganz bequem ausstanzen oder ganz bequem ausschneiden, wie ihr das möchtet. Und da habe ich einiges von hier drin. So, das war's. Deswegen, Liebe geht raus. Küsschen aufs Nüsschen. Wir hören uns. Bis dann.